Ja, Metal-Leute und ho, ho, ho. Hier ist wieder der weihnachtliche Metzger. Das letzte Mal für dieses Jahr, denn heute ist der vierte Advent. Gegen Ende der Adventszeit war es schon nicht mehr ganz leicht, noch vernünftigen weihnachtlichen Content von Rainer zu finden. Wir schauen uns an. Weihnachtsspecial 3 von 4, 10 Fakten über Weihnachten. Das ist aus der gleichen Reihe wie das Top 10 Musiklieder-Video, was wir letzte Woche hatten. Also lag ich falsch mit meiner Annahme, dass es bei 1 von 4 geblieben ist. Das hier ist jetzt 3 von 4. Allerdings konnte ich jetzt auch die Schnelle auch nicht 2 von 4 finden oder 4 von 4. Von daher, aber er hat ja gesagt, das war seine große Weihnachtswoche. Und anscheinend hat er zumindest mal drei Teile gemacht. Wir haben immer noch den gleichen roten Weihnachtspullover, unsere große rote Weihnachtskugel. Ist das wieder die Mütze mit dem Glöckchenbommel? Wir werden es feststellen. Schauen wir doch einfach mal rein. Ihr stellt euch also giftige Pflanzen ins Zimmer. Na, das nenne ich mal das Fest der Liebe. Das ist ja auch wieder so ein Element, was heute immer noch ganz viele Leute auf YouTube benutzen. Dass man quasi ganz am Anfang des Videos so eine Highlight-Stelle aus dem Video nimmt, so als Teaser, und dann erst das eigentliche Video anfängt. Das hat er damals schon gemacht, das machen Leute heute immer noch. Und das ist ja auch kein schlechtes Element für ein YouTube-Video. Er hat ja damals so viele Sachen gemacht, die er heute einfach nicht mehr macht, so, weil es ihm heute einfach so egal ist und weil er in vielerlei Hinsicht schon so sehr aufgegeben hat. Aber Leute, 2021 kommt, er fängt ja wieder mit dem Greenscreen an. Wir sind alle gespannt. Servus, herzlich willkommen zum vorletzten Weihnachtsvideo dieses Jahr. Ja, Metal Rainer. Irgendwie ist links neben seinem Kopf ist so ein kleiner Fehler im Greenscreen. Ich hatte kurz gerätselt, ob das eventuell seine Haare sind oder so, aber nee, da ist einfach irgendwas stimmt da mit dem Greenscreen nicht. Da ist so ein Schatten hinter ihm. Oder generell, ja, momentan das vorletzte Video auf jeden Fall für dieses Jahr, für 2014. Und zwar habe ich mir jetzt Folgendes gedacht. Eigentlich war geplant, dass ich heute auf einem Festival unterwegs bin, beziehungsweise Festival, auf einem Weihnachtsmarkt unterwegs bin, da ein Der wahre Mettler ist immer auf Festivals unterwegs. bisschen filme, beziehungsweise das gestern gemacht hätte und dann halt ein Video dazu gemacht hätte, wo ich auch hier im Greenscreen stehe und dann halt mich ein bisschen mit euch darüber unterhalte. Dann war geplant. Okay, der erste Plan klingt ja in der Theorie echt nicht schlecht, ne? So, er hätte einfach sich selbst filmen können, so ein bisschen Vlog-Style, wie er über den Weihnachtsmarkt geht. Und das dann quasi so ein bisschen auf seine eigene Aufnahme reacten vom Greenscreen. Ich kann mir das wirklich vorstellen und die Vorstellung ist nicht schlecht. Er ist natürlich nur bei dem Plan geblieben. Weil es nicht hinhaut, das habe ich im letzten Video schon gesagt, dass ich eventuell so eine kleine Art Made and Greet mache. Das ist allerdings auch nicht so richtig hinkaut, weil das wäre alles jetzt völlig wild und ich habe auch keine richtige Idee gehabt und ja. Ist natürlich immer gut, ein Video damit zu beginnen, was man alles vorhatte, was nicht geklappt hat. Ne? Ich meine, wir wissen, das ist heute jeder Dragon Monday, aber das ist halt schon so ein bisschen, ne, die frühe Form des Ankündigungslords. Ich hatte ja was vor, das hat nicht geklappt, aber ich hatte ja was vor, das müsst ihr mir schon anrechnen. Ne? Ich hatte ja Pläne gemacht, ich hatte mich schon vielleicht ein ganz bisschen darauf vorbereitet. Ich habe kein Ergebnis vorzuweisen, aber ich habe mir damit Arbeit gemacht. Das will er, glaube ich, damit bezwecken. Deswegen bin ich wieder hier im Greenscreen-Raum, heute mit anderem Hintergrund, wenn ich es hingekriegt habe. Ja, hat er hingekriegt. Und ja, im Prinzip habe ich mir überlegt, wir machen heute ein Faktenvideo über Weihnachten, also über die Weihnachtszeit, und habe mir dann ein paar interessante Fakten rausgesucht und musste sagen, es war echt abgefahren. So, bevor ich jetzt groß rumlabere und jetzt euch hier ein Ohr abkau, schauen wir uns einfach direkt mal die Fakten an. Okay, jetzt bin ich schon gespannt. Also, er hat ja ordentlich Werbung dafür gemacht, von daher. Ich möchte jetzt mal ein paar interessante. 10 Fakten, wenn die Hälfte davon interessant ist, gebe ich ihm das. So, die Fakten. Fakt Nummer 1. Ich werde zu den Fakten was sagen. Verzeiht mir, wenn ich die Fakten ablese. Auch das Blatt Papier ist ganz seltsam. Wegen, das ist irgendwie ein Greenscreen-Problem, aber warum ist denn das Weiße auf dem Blatt? Warum ist das denn komisch und das Weiße an seiner Mütze und er selber ist vollkommen in Ordnung? Da ist irgendwie so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob das zu nah an der Kamera ist. Okay.
Der erste Fakt ist ziemlich abgefahren. Und zwar 52% der deutschen Arbeitnehmer suchen auf der Weihnachtsfeier ihrer Firma ein erotisches Abenteuer. 9% gehen aus Gruppenzwang hin. 4% gehören zu den Unverbesserlichen, die auf dem Firmenevent geschäftliche Gespräche führen wollen. Also das sind ja alles Themen, wo Rainer absoluter Experte ist. Erotische Abenteuer und geschäftliche Gespräche. Das ist alles voll sein Ding. So, als allererstes sag mal, what the fuck? 52%? Ja, guck doch nochmal. Gerade als er den Kopf gedreht hat, hat man gesehen, ich glaube, dass dieser Schatten im Hintergrund sind wirklich seine Haare, ne? Aber irgendwie beißen sich die Haare so ein bisschen mit dem Greenscreen oder mit dem Hintergrund oder so, keine Ahnung, die sehen nicht normal aus. Gehen auf die Firmenfeier, weil sie ein erotisches Abenteuer suchen? What the fuck? Geht's noch? Schon mal was von Belästigung am Arbeitsplatz gehört? Rainer, wenn beide das gerne möchten, dann ist es keine Belästigung. Außerdem, man muss immer sagen, was Leute so sagen, wenn sie für eine Befragung, so für so eine Umfrage befragt werden. Ob das immer so wahrheitsgemäß ist, ist so eine Sache. Aber ich meine, hey, die eine scharfe Kollegin, auf die ich stehe, ich meine, sie auf der Arbeit anzubaggern wäre unpassend und dafür gibt es dann halt die Weihnachtsfeier, ne? Also wie gesagt, man ist ja nicht auf der Arbeit. Die Weihnachtsfeier ist ja, aber ich meine, das ist ja eine Problematik, die gibt es ja schon seit Jahren. Wie sollte man sich auf der Arbeit benehmen? Man muss ja im Januar auch noch mit den Leuten zusammenarbeiten können. Aber im Prinzip ist man ja da, um Party zu machen und alle sind betrunken. Wer weiß, was da dran ist. Aber gut, kleiner Tipp am Rande. Die Frau vom Chef ist meistens sehr einsam. Und euer Chef wird euch dafür loben. Hundertprozentig. Rainer, hast du deswegen eine Stelle verloren hier in deiner Zeitarbeitsfirma irgendwie? Okay. Das ist jetzt wieder der Hase. Ich glaube, Rainer hatte den selbst gezeichnet, ne? Deswegen sieht er auch anatomisch nicht besonders. Wo zur Hölle kommen die Beine her? Was ist das? Aber ja, er muss natürlich jetzt noch mal darauf hinweisen, ne? Mit so einem Einspieler, Achtung, das war Ironie. Auch ohne diesen Einspieler hätten wir es natürlich verstanden, ne? Also er hat das halt schon so betont, dass man das schon nicht ernst nehmen kann. Aber Rainer muss immer noch einmal hinterher und muss immer noch einmal alles erklären, weil wir sind ja dober als er. Er muss es ja alles erklären. Vor allem, jetzt dann noch als kurze Denkanhilfe, 52%, 4% und 9%, das ergibt doch bei mir immer noch 32%, die fehlen. Was ist mit denen? Gehen die einfach nicht hin oder sind es einfach normale, die halt denken, ja, jetzt greife ich ein bisschen Weihnachtsfutter ab? So funktionieren diese Umfragen nicht, ne? Also nicht jeder Mensch ist gezwungen, sich für eine Sache zu entscheiden, so. Ich kann auch zur Weihnachtsfeier gehen, und weil ich weiß, dass da lecker Essen gibt und ein bisschen mit den Leuten schnacken und so weiter. Also er hat ja nur drei sehr spezielle Sachen gesagt. Und wenn ich keine von diesen drei speziellen Sachen habe, dann bin ich halt aus anderen Gründen da. Das muss keine 100% ergeben, Rainer. Würde mich auch mal interessieren. Also da stand nichts davon. Aber er hat beim Schneiden des Videos gesehen, dass er sich verrechnet hat und hat die korrekte Zahl nochmal eingeblendet, ne? War gut von ihm. Link zu den ganzen Sachen, wo ich die übrigens habe, die Infos, alles unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reinschauen. Tja, soviel zum Fakt Nummer 1. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Fakt Nummer 2. Der traditionelle Christstollen, also Christstollen dürft ihr jeder kennen, soll seine Form und sein Aussehen vom eingewickelten Jesuskind haben. Der weiße Puderzucker steht dabei symbolisch für die Windel beziehungsweise für das weiße Leinentuch, das das Christkind umhüllt. Auch das ist wieder so ein What the fuck-Moment, wo ich mir denke, ha! Ich meine, die christliche Kultur ist ja allgemein sehr kannibalistisch veranlagt, das weiß man, ja. Trinken Jesus Blut, fressen Jesus Körper. Aber what the fuck, ein eingewickeltes Baby ist symbolisch dafür, für den... Oh Gott, vor allem... Die Verbindung jetzt mit Kannibalismus ist ein bisschen, kommt mir ein bisschen weit hergeholt her. Es ist halt alles symbolisch, ne? Symbolik muss man halt verstehen können. Aber ist zum Beispiel ein Fakt, den ich nicht kannte. Okay, ich habe heute schon mal was gelernt. Das ist doch schon mal was. Beim Fakt 2 schon. Ein Christstollen?
Rainer, mach die Einblende doch noch ein bisschen kürzer. Ich habe fast was gesehen. Und ein Esel und das Kind? Das hat ja mal sowas von... Ich meine, ich brauche Urlaub. Ihr merkt schon, das sind ziemliche What the fuck Fakten. Fakt Nummer 3. Ihr stellt euch also giftige Pflanzen ins Zimmer. Na, das nenne ich mal das Fest der Liebe. Sind Weihnachtssterne wirklich giftig? Also Weihnachtssterne, ich blende mir ein Bild ein, das sind diese komischen Pflanzen, die man an Weihnachten überall kaufen kann. Die hübsche Zierpflanze mit den leuchtend roten Blättern gehört zu den zu den Wolfsmilchgewächsen. Das bedeutet, der im Pflanzenkörper gespeicherte Milchsaft ist leicht giftig und kann zu Hautreizungen führen. Aber keine Sorge, die gefährlichen Bestandteile des Weihnachtssterns, die sogenannte, das kann ich dummerweise nicht lesen, Dieter Pono oder sowas heißt es, glaube ich, oder Papano. Wie gesagt, der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ich kann es jetzt dummerweise nicht lesen. Warte, ich gehe mal kurz zurück. Dieter Pono oder sowas heißt es, glaube ich. Ja, irgendwas mit Porno, Rainer, das stimmt schon. Oder Papano. Wie gesagt, der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ich kann es jetzt dummerweise nicht lesen, weil mein Drucker rumgesponnen hat. Kurz gesagt, der giftige Bestandteil... Um Himmels Willen, Rainer, jetzt zeigt er uns noch das Blatt. Oh, mein Druck hat rumgesponnen. Du hättest auch tatsächlich zu deinem PC gehen können und es nochmal da nachlesen können. Oder ich weiß nicht, ob er damals irgendwie schon so ein Handy hatte, dass er es konnte. Das ist doch ein Schnitt, du kannst es doch rausschneiden. Geh, guck es 10 Minuten irgendwo nach oder so. Das war nicht auf meinem Blatt Papier. Okay. Teil in dieser Pflanze wächst, ist nur in Wildpflanzen. Also in diesen Pflanzen, die ihr euch in die Wohnung stellt, ist kein giftiger, milchiger Saft drinnen. Allerdings sollte man sie sich trotzdem nicht unbedingt in den Mund schieben und auffuttern. Also achtet ein bisschen auf eure Kinder, wenn ihr welche habt. Auf jeden Fall ist schon interessant, man stellt sich in Anführungszeichen giftige Pflanzen ins Zimmer. Wer ist auf so eine verrückte Idee gekommen? Was aber auch interessant ist. Also er erzählt uns jetzt, ja, Weihnachtssterne sind giftig in ihrer wilden Form, aber die man kaufen kann, die man sich in die Wohnung stellen kann, sind halt nicht giftig, weil. So, also ist das im Prinzip ein Fakt, der keiner ist. Und ja, man sollte sich aufpassen, dass man sich die nicht in den Mund steckt. Die wenigsten Zimmerpflanzen sind irgendwie einigermaßen gesund, wenn man die isst, weil wir sind ja auch nicht dafür gemacht, irgendwie so Blattwerk zu verdauen oder so. Und wenn ich dieser Logik folge, kann ich auch sagen, ja, es ist auch schon relativ gefährlich, sich eine Kaktee in die Wohnung zu stellen, weil die hat ja Stacheln. Da ist ja auch immer eine gewisse Gefahr mit verbunden. Also, war jetzt ein bisschen so eine Überschrift von der Bild-Zeitung, ne? Jeder zweite Deutsche stellt sich giftige Pflanze in die Wohnung, aber... Wer von euch hat gewusst, dass diese Pflanze eigentlich giftig ist? Oder halt leicht giftig? Wer von euch hat denn das gewusst? Wenn man sich mit dem Thema nicht unbedingt beschäftigt, weiß man das eigentlich gar nicht. Ich wusste es nicht, aber es ist jetzt auch keine Erkenntnis, die mich jetzt weghaut. Und ja, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ich denke mal schon, dass Rainer irgendwie Top 10 oder Top 20 komische Fakten über Weihnachten irgendwo gegoogelt hat und hat sich dann entweder die 10 genommen oder die besten 10 herausgesucht oder so. Also da muss ich ja kein Botaniker sein, um sowas zu wissen. Ich persönlich, meine Tante ist Floristin, ein Onkel von mir ist gelernter Gärtner, also habe ich mit Pflanzen sehr viel zu tun gehabt als Kind und auch als Erwachsener teilweise. Du hast nur leider nichts mehr mit Onkel und Tante zu tun. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Pflanze eigentlich giftig ist. Ist schon interessant eigentlich, was man sich alles so in die Wohnung stellt. Fakt Nummer 4. So, bei Fakt Nummer 4 brauche ich gar nicht meinen Zettel. Dazu muss man allerdings kurz vorher, bevor ich euch den Fakt sage, sagen, ob man an die Bibel glaubt, ist eben selbst überlassen. Ja, Gott, Jesus, christlich und was der Geier was, das ist natürlich eben selbst überlassen. Allerdings. Ich glaube schon an die Bibel, Rainer, weil ich kann die Bibel anfassen und ich kann dich damit auch hauen, so leichte Schläge auf dem Hinterkopf mit der Bibel. Das ist ein Buch und das ist etwas... Ich glaube, ne, es war jetzt einfach das falsche Wort, was er gesagt hat. Man glaubt nicht an die Bibel, man glaubt an das, was in der Bibel steht. Es gibt eine historische Aufzeichnung oder historische Aufzeichnungen, in denen ein Mann namens Jesus tatsächlich gelebt hat und gekreuzigt wurde. So, jetzt ist die Sache die. Eigentlich wurde Jesus, so viel ich jetzt mitgekriegt habe, am 17. Juni oder Juli, wobei ich mich jetzt nicht festlege, Juni oder Juli geboren. Da habe ich ja bei Dodo Page einen Fehler gemacht, hierfür nochmal Entschuldigung. Jedenfalls
er wurde nicht im Winter, sondern im Sommer geboren. Was wiederum darauf hindeutet, ja, warum feiern wir Weihnachten? Also das ist der Fakt. Jesus wurde im Sommer geboren, nicht im Winter. Und deswegen jetzt die Erklärung dazu. Warum feiern wir Weihnachten im Winter, nicht im Sommer? Dazu habe ich nicht wirklich Genaues gefunden. Ich habe da allerdings euch ein paar Sachen verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen. Die klarsten Aussagen, die ich herausgefunden habe, ist, Weihnachten ist ein Winterfest. Oder mein persönlicher Favorit, Weihnachten gehört einfach in den Winter. Also Weihnachten bezeichnet ja eigentlich eine Feier. Er verliert sich gerade schon sehr in diesem Punkt, ne? Feier, wo man Jesus Geburtstag feiert, was allerdings wieder Banane ist, weil der einfach auf den Winter verlegt wurde. Warum, habe ich nicht genau rausgefunden. Das waren viel zu viele Sachen, die ich mir jetzt da durchschauen musste. Und aus Zeitgründen habe ich dann nicht die Möglichkeit gehabt. Ach so, also er sagt erst, er hat nichts gefunden. Und dann sagt er, ja, es war viel zu lesen. Also hat er ja was gefunden und er war einfach zu faul, so viel zu lesen. Und jetzt sagt er, ja Leute, das ist mein Fakt 4. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber okay. Falls es aber jemanden wirklich interessiert, warum und überhaupt und sowieso, Link in der Beschreibung, ansonsten einfach nachgoogeln. Also Fakt 4 war jetzt ja für die Tonne, ne? So, also da könnte man am ehesten noch rausziehen, ja, Jesus ist wahrscheinlich nicht an Weihnachten geboren worden, sondern irgendwo im Sommer. Dieses Thema hatten wir ja schon letzte Woche in dem Adventsvideo tatsächlich schon mal einmal kurz. Ja, weiß nicht. Schlemmen ohne Ende. An Weihnachtstagen nimmt man trotz der vielen Leckereien durchschnittlich bloß um die 370 Gramm zu. 370 Gramm, das ist eigentlich ja nicht so viel, sag ich jetzt mal. Dabei werden von den Deutschen allein 24.000 Tonnen, Walnüsse verputzt. Habe ich was nicht mitgekriegt? Wer von euch verputzt bitte 24.000 Tonnen Walnüsse? What the fuck? Er mochte das Jackie Chan-Meme zu dieser Zeit sehr, glaube ich. Ja, das ist immer so eine große Zahl auf alle Deutschen und so weiter. Ja, es kommt halt dann dazu irgendwie. Wer von euch verdrückt 24.000 Tonnen? Wir alle zusammen am Ende. So, ich meine 100 Gramm, die irgendwo auf dem Teller liegen und jemand anders hat ein bisschen mehr und jemand anders hat ein bisschen weniger. What the fuck? Ja, das ist halt schon irgendwie ein kleiner Fakt. Aber ja, mindblowing ist das jetzt auch nicht. Also ganz ehrlich, aber Spaß beiseite. Natürlich ist auch mir klar, dass dieser Fakt darauf basiert, dass es halt auf ganz Deutschland ist. Also diese was waren es jetzt? Diese 24.000 Tonnen, ja, die sind natürlich... Auch dieses zur Seite gucken auf den Zettel, der da liegt, hätte man auch rausschneiden können. Natürlich auf ganz Deutschland verteilen, das ist ja klar. Wenn er 24.000 Tonnen, ja, das wäre einfach viel zu krass. So. Dazu allerdings noch gesagt, ich habe jetzt dazu nichts rausgesucht, könnt ihr euch aber mal selbst über Google informieren, falls es euch interessiert. Mir war das vorher klar, dass man jetzt so extrem zunehmen kann an Weihnachten, weil das der Körper von der, das geht tief in dieses ganze Körperliche rein, also in dieses ganze die Sachen, die du isst, die gehen tief in deinen Körper rein, Rainer. Doktortechnische. Ihr könnt mal einen Arzt fragen, aber euer Körper kann physiologisch diese ganzen Fette und Zuckerstoffe gar nicht aufnehmen. Das schafft der Körper nicht. Deswegen scheidet er 90% dieses Zeugs wieder aus. Also, das ist jetzt der Lade. Dieses 90% ist jetzt von mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich 90% sind. Aber den Großteil... Ja, wenn wir nur 90% wieder ausscheiden könnten, das wäre schon ganz geil. Was er gerade versucht zu erklären, ist natürlich, dass unser Stoffwechsel nicht in einer beliebig hohen Geschwindigkeit arbeiten kann. Wenn du in einem kurzen Zeitraum sehr viele Kalorien zu dir nimmst, heißt das nicht, dass dein Körper 100% dieser Kalorien verbrauchen kann, weil der Stoffwechsel halt einfach eine Geschwindigkeit hat. So. Deswegen werden gewisse Kalorien einfach unverarbeitet wieder ausgeschleust. Ja. 300, was hat er gesagt? 300 und irgendwelche Gramm pro Tag kann man zunehmen. Ja. Wenn man das hochrechnet auf einen Monat, 300 Gramm pro Tag, dann hat man ja in einem Monat 9 Kilo zugenommen. Das ist halt schon relativ viel.
dass du dich nach 2 Tagen Vollfressen nicht auf die Waage stellst und nach 2 Tagen 5 Kilo mehr wiegen kannst. Natürlich, wenn du fettig isst und salzig, dann lagert der Körper natürlich auch noch Wasser ein oder so. Aber ja, man nimmt eigentlich gar nicht so viel pro Tag zu, wie man denkt. Aber das ist ja eh rein das Thema. Irgendwie, kein Mensch wird fett, nur weil er mal 3 Tage oder meinetwegen auch 5 Tage an Weihnachten halt isst, sondern dick werden ist halt was, das macht man jeden Tag. Dieser Fette und den Großteil der Fette schaltet der Körper ohnehin immer aus, weil er nur einen ganz kleinen Teil dieses Fettes verwendet. Und dieser und Vielleicht glaubt Rainer, dass von dem Zeug, was er isst, 90% einfach von seinem Körper wieder ungenutzt ausgeschieden wird. Und deswegen kann er so viel essen. Und leider funktioniert es nicht. Also, ja. Dass Rainer jetzt nicht gerade der Ernährungsexperte ist, das sehen wir ja heute, ne? Fette wiederum sorgen dafür, dass die Verdauung angeregt wird. Also die bringen eigentlich, bringt Fett dieses ganze Körperliche überhaupt erst in Gang. Aber wie gesagt, falls es euch genauer interessiert, schaut einfach mal auf Google und googelt es nach, wenn es euch interessiert. Also man nimmt gar nicht so viel zu, wie man immer denkt an Weihnachten. Fakt Nummer 6. Okay, wir haben herausgefunden, das ist die Mütze mit der Glocke. Ist auch geil. Ich bringe euch jetzt ein Video mit Top 10 Fakten, aber ich hatte zu dem Fakt hatte ich keinen Bock, irgendwas rauszusuchen und zu verlinken. Googelt es halt selber. Okay. 1% der Deutschen spendet bevorzugt in der Weihnachtszeit mehr als 1000 Euro pro Jahr für wohltätige Zwecke. 53% spenden gar nicht. Und jetzt frage ich mich wieder, was zur Hölle? Wo sind da die restlichen Zahlen? 1% okay, 53% okay, aber das Oh Mann, der Statistiker-Lord. 1% der Leute spenden über 1000 Euro im Jahr und 53% spenden nichts. Wo ist der Rest? Irgendwo dazwischen, Rainer. Das sind immer noch erst 54%. Wo sind die restlichen 46? Ja, wo sind die restlichen 46%? Doch, stimmt schon. Was ich mich mit den Prozenten jetzt vertan habe, okay, aber ja, da fehlen auf jeden Fall noch einiges an Prozentzahlen, Leute. Also ich muss sagen, Ja, mit Prozenten kennt er sich aus. ich finde es sehr traurig, dass immer noch so viele Leute gar nicht spenden, ja. Eieiei, oh, das ist wieder so ein Thema, weißt du? Als ob du mir erzählen willst, dass dieser Typ in den letzten 10 Jahren auch nur 1 Euro ausgegeben hat für einen anderen Menschen. Also, wie denn? Ja, das Einzige, was er dieser Gesellschaft beiträgt, ist irgendwie die Mehrwertsteuer, wenn er im Rewe einkaufen ist. Also, wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Dass er mir jetzt gerade wirklich erzählen will, dass er es schade findet, dass sich mehr Leute spenden für andere Leute. Ja, gucken wir mal, was er zu sagen hat. Aber das geht jetzt schon in keine gute Richtung. Ich persönlich spende immer wieder mal für irgendwelche guten Zwecke, ja, oder bin auch Mitglied in verschiedenen solchen Bereichen. Einfach gelogen. Lüge. Aber da frage ich mich immer wieder, wir sind einfach noch viel zu wenige. Wir müssten uns viel mehr um andere Menschen kümmern, um Mitmenschen kümmern, ja. Nicht jeder hat es so gut wie andere. Wir sind noch viel zu wenige. Wir müssten eigentlich viel mehr sein, die sich um andere Menschen kümmern. Also er zählt sich gerade selber in so einen elitären Kreis von Menschenfreunden, ne? Wir, diejenigen, die sich um andere kümmern, wir müssten eigentlich noch viel mehr sein. Also ja, wow. Das ist halt einfach so. Man muss halt einfach miteinander und nicht immer gegeneinander arbeiten. Aber leider verstehen das viel zu wenige. Dazu kommt ja auch noch, dass es diese. Habt ihr die Vibes gemerkt irgendwie? Da ist gerade, wir müssten eigentlich viel mehr miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Da sind aber gerade wieder die Hater durch sein Hirn gehuscht. Und wir müssten eigentlich viel miteinander arbeiten, heißt in seinem Kopf auch, es müssten eigentlich viel mehr Leute mir helfen in meinem Leben, ohne jemals eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Da gibt es ja ganz bestimmte Gruppen. Ja? Im Prinzip wird die Welt ja nur von 4 oder 5 Familien regiert. Ja? Oh oh, jetzt erzählt er uns, wie die Welt funktioniert. Das Problem ist, wenn auch nur einer dieser ganzen Familien dafür sorgen würde, könnte man den Hunger in der Welt sofort beenden. Aber dazu, da gibt es auch mal ein paar interessante Videos, da werde ich vielleicht mal was drüber machen.
Aber dennoch. Oh, mir fällt da gerade ein Video von Rainer ein, wo er irgendwie gesagt hat, Rainer und Politik oder so. Ey, ganz ehrlich, darüber könnte ich auch mal ein Reaction machen. Das ist legendäres Zeug, wo Rainer einfach sagt, uns erzählt, wie irgendwie die Welt zu funktionieren hat, bis hin zu, man sollte jedem Millionär sein Geld wegnehmen und das Geld verteilen und warum in Deutschland die Straßen kaputt sind und so weiter. Das ist wirklich krasses Zeug. Also, weiß nicht. Das auch wieder, Rainer argumentiert auch wieder, ja, es gibt ja so viele reiche Menschen auf der Welt, wenn doch nur ein gewisser Prozentzahl von denen könnte den Hunger auf der Welt stoppen. Aber er redet halt einfach davon, ja, anderen Menschen hat einfach irgendwas wegzunehmen, wofür sie vielleicht auch einfach gearbeitet haben. Also Rainer, der darüber philosophiert, was man denn mit dem Geld von anderen Menschen am besten machen sollte für die Welt. Utopisch. So, darüber wollen wir jetzt nicht genau sprechen. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem nächsten Fakt. Fakt Nummer 7 ist ein Fakt, der auf mich auch immer sehr gut zutrifft. Last Minute. 40% der Deutschen kaufen die Weihnachtsgeschenke erst wenige Tage vor dem Fest. Kurz entschlossen greifen die meisten zu Büchern, gefolgt von CDs, DVDs und Videos. Im Schnitt hat jeder 5 Personen zu beschenken. So, also. Ja, und im Schnitt hat jeder 5 Personen zu beschenken. Das heißt, dafür, dass Rainer keine Geschenke kaufen muss, gibt es irgendjemanden, der 10 hat. Jetzt mal ehrlich. Der Beginn seiner YouTube-Karriere 2012, da war Mutter und Schwester schon aus dem Haus raus. Hat dieser Typ in den letzten 8 Jahren jemals für einen anderen Menschen ein Geschenk gekauft? Ich weiß es beim besten Willen nicht irgendwie. Also klar, ne? Er erzählt uns irgendwie für seine Freundin, die er damals hatte, 2016, 2017. Heute muss er natürlich Geschenke kaufen für seine 2 Freundinnen, ihr wisst es. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ein Geschenk gekauft für einen anderen Menschen? Mir fällt gerade nichts ein irgendwie. Also auch nicht mal, dass er irgendwie mal irgendwie so ein Bärchen hatte, mit dem er sich treffen wollte und da für irgendwie eine Kleinigkeit gekauft hat oder so. Also das ist ja ein Thema, ja. Auf ihn trifft es zu, weil er so ein Last-Minute-Käufer ist, möchte er uns jetzt erzählen. Wann dieser Typ jemals einem anderen Menschen ein Geschenk gekauft hat? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß, dass ich da in diesem Fall eine kleine Ausnahme bin. Natürlich ist eine kleine Ausnahme. Rainer ist immer etwas Besonderes. Weil ich halt wirklich viele Onkels und Tanten habe. Aber ich habe alleine 5 Onkels und 5 Tanten, ne? Ja. Und das sind nicht einmal alle, glaube ich. Dazu kommen dann noch meine ganzen Cousins und Cousinen und meine ganzen Freunde, ja. Also ich habe im Schnitt mindestens Minimum 20 bis 25 Leute zu beschenken. Das reicht teilweise gar nicht. Meine Freunde, also ich und meine Freunde, wir beschenken uns untereinander eigentlich jetzt zu Weihnachten gar nicht oder sehr selten. Wir beschenken uns halt mal zum Geburtstag oder so, ja. Aber jetzt halt so zu Weihnachten beschenken wir uns an sich eigentlich überhaupt nicht. So, mal ein kürzerer Fakt. Ach so, okay. Er wollte jetzt mal sagen, er hat 20, 25 Leute, die er beschenken kann, muss. So, okay. Ja, wenn ich Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen dazu zähle, dann bekomme ich auch so viele Leute zusammen. Aber die bekommen auch von mir nicht alle Weihnachtsgeschenk. Das ist halt so. Gerade so Rainers Elterngeneration, was ja auch ungefähr meine Elterngeneration ist, weil Rainer und ich, wir sind ja ungefähr eine Altersgruppe plus minus ein paar Jahre und so, das waren halt noch ein bisschen geburtenstärkere Jahrgänge, ne? Und dann hat man halt viele Onkels und Tanten und dann kommt es halt irgendwie zusammen. Aber ich meine, ja, und seine Freunde und zu Weihnachten schenkt er sich und seine Freunden halt nichts. Das ist halt alles schon, weiß ich nicht, hat er sich alles aus den Rippen gezogen. Keiner von diesen Menschen, in dem Jahr, in dem er dieses Video gemacht hat, hat er keinem einzigen Menschen ein Geschenk gekauft. Glaube ich im Leben nicht dran. Und er hat auch kein Geschenk bekommen, weil von wem? Deutschlands meistverkaufter Weihnachtsbaum, die Nordmanntanne, stammt eigentlich aus Kaukasus. Ja. Aus dem sagenumwogenen Land Kaukasus. Kennt ihr es? Kaukasus. Ja, aus dem Kaukasus, Rainer. Die Weihnachtstanne, also die Nordmanntanne, was die meisten von euch, wenn sie einen Echtbaum im Wohnzimmer haben, was ich persönlich immer noch für scheiße finde, weil. Es gibt heutzutage schöne und billige Alternativen für einen Weihnachtsbaum, den man das ganze Jahr über einfach nur auf dem Dachboden stehen hat.
und der nicht kaputt wird. Ja? Also frage ich mich, warum muss man dann ein Lebewesen dafür abmurksen? Ja? Das ist wieder so eine Scheiße, weil auch ein Baum ist ein Lebewesen, auch wenn er nichts sprechen und nicht denken kann in dem Sinne. Ich als der vegane Jahrmetzger finde das gut. Aber jetzt natürlich holt natürlich die ganz große Keule raus, ne? Mister, ich versuche kein. Ich esse zwar Fleisch, aber ich versuche kein Leid zu verursachen. Jetzt kommt er mir mit an, dass irgendwie Weihnachtsbäume Massenmord wären, weil Pflanzen ja auch Gefühle haben oder was. Also, was ein Quatsch. Wobei man das nicht nachweisen kann. Falls euch dieses ganze Kaukasus interessiert, das ist anscheinend ein Waldgebirge. Ich habe mir dazu ein bisschen was angeschaut, habe euch einen Wikipedia-Link unten in die Beschreibung gepackt. Ja, Wikipedia, bla. Schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, braucht ihr nicht reinschauen. Ja, wieso? Ja, Wikipedia, bla. Wikipedia ist doch bis heute einer deiner besten Mitarbeiter in deinem Team, Rainer. Wir alle gucken die Dragon Mondays. Wie dem auch sei. Fakt Nummer 9 und damit der vorletzte Fakt. Ich habe jetzt leider noch zwei Fakten drinnen, die relativ klein sind und halt im Prinzip auch ein bisschen zu spessernes Dinger sind, damit das Video nicht zu lang wird. Wobei ich glaube, wir sind schon wieder auf viel zu langer Zeit. Aber gut, es ist ein Faktenvideo, es dauert eben ein bisschen länger bei mir. Bin ich eben. Bin eben ich, ne? So, und. Warte, warte. Ist halt ein Faktenvideo, dauert bei mir ein bisschen länger. Er möchte das Video nicht zu lang machen. Das Video ist jetzt 16 Minuten lang. Warum sollte das zu lang sein? Also, solange es interessant ist, kann auch ein Video auch 25 Minuten lang sein oder so. Hier übrigens gerade an einer schönen Stelle pausiert, die einzigen Brüste, die Rainer jemals angefasst hat, glaube ich, ne? Während ich jetzt meine Titten hier mal ein bisschen massiere. Oh Gott, er spricht sogar selber drüber. Furchtbar. Oh ja, und meinen Bauch werde ich euch den Fakt 9 Das, Rainer, das ist kein pH-Video. Hör mir auf, ey. erzählen. Gut, das lasse ich jetzt mal. Fakt Nummer 9. Weihnachten ist einfach nur geil. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Naja, für mich ist es natürlich einfach das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Ich liebe es, an Weihnachten bei meinem Onkel oder bei meinen Tanten zu sein. Ja, die Kinder kriegen ihre Geschenke. Also, wenn das alles sein sollte, dann ist das kein Fakt, ne? Rainer findet, Weihnachten ist geil, ist kein Fakt für eine Liste Top 10 Fakten über Weihnachten. So, das ist mal das eine. Und das andere ist, ja, es ist schon halt ein bisschen traurig, ne? Diese ganze, was er jetzt gerade hat, ich liebe es, bei meinem Onkel, bei meinen Tanten zu sein und das Fest der Liebe und das Fest der Familie und so weiter, das sind halt einfach nur noch, also zu diesem Zeitpunkt, wo er dieses Video aufgenommen hat, mag es 4 oder 5 Jahre her sein. Das ist halt in seinem Kopf jetzt auch nur noch irgendwelche wohligen Erinnerungen, die er rausholt, ne? So, wo ihm ein bisschen warm ums Herz wird, aber das ist halt alles schon vergangen. Das hat er alles schon jetzt schon nicht mehr. Heutzutage, 2020, kannst du ihn wahrscheinlich kaum auf Weihnachten ansprechen. Ich bin halt auch so ein bisschen, ja, vorhanden, ja, und dann wird halt Kaffee getrunken. Er ist vorhanden, ja. Das kann man ganz gut. Was ist so das Fazit von Rainers Leben irgendwie, wenn man alle seine Leistungen, alles, was er für die Welt getan hat, zusammenfassen möchte, ist das Fazit, er ist vorhanden. Dann gibt es ein Abendessen, es wird sich unterhalten, gelacht, gespielt, ja, mit den Kindern immer gespielt und alles. Das finde ich einfach nur geil. Es ist einfach Rainers Vorstellung von Weihnachten ist halt auch einfach eine Edeka-Werbung, ne? eine richtig coole Zeit. Oder ich treffe mich mit meinen Freunden oder bin mit meiner Schwester und ihrem Freund verabredet für Weihnachten oder sonst was, ja. An Heiligabend selbst bleibe ich immer lieber zu Hause oder wenn ich halt Frau und Kinder oder im letzten Jahr meine Freundin hatte, dann hockt man einfach zusammen und ja, genießt den Heiligabend und ansonsten. Ja, die Geschichte hat er letztes Video auch schon erzählt, dass er auf jeden Fall Heiligabend, auch wenn er irgendwo anders eingeladen ist, aber Heiligabend ist man zu Hause. Oder auch wenn man allein zu Hause ist, ist man halt zu Hause. Weiß nicht, also ich ganz persönlich, ich hab auch hier meine Wohnung, in der ich alleine lebe. Und ich freue mich schon, dass ich an Heiligabend zu meinen Eltern fahren kann und dann da zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder rumhänge. Ich habe zwar auch ein Zuhause, aber ich bin dann auch Weihnachten ganz gerne in Gesellschaft. Sonst ist man bei Ihrer Familie oder bei meiner Familie. Ach so, das wollte ich gerade noch sagen, da bin ich jetzt gerade drüber weggekommen. Dieses, ja, wenn ich denn Frau und Kinder habe, ne? So, letztes Jahr hatte ich meine Freundin, dieses Jahr habe ich gar nichts, aber Frau und Kinder sind ja quasi schon geplant. Rainer hatte ja immer seine eigenen Kinder geplant, auch bei vollkommener Abwesenheit von einer Frau, mit der er die machen könnte. Es ist einfach wirklich cool und mir persönlich macht es echt Spaß, da dann Weihnachten zu feiern mit der Familie. Der letzte Fakt ist auch ein bisschen. Das war Fakt 9. Fakt 9 ist,
Rainer findet Weihnachten geil. Das war ein Fakt. Bisschen das Spessernetz-Fakt. Fakt Nummer 10. Das ist das vorletzte, dieses Video ist das vorletzte Video dieses Jahres, was zum Thema Weihnachten ist. Hoffe ich zumindest, dass es da auch genau der Fakt. Aber ein Video kommt ja am Sonntag noch, das könnt ihr euch dann anschauen. Da geht es dann um eure Lieblingssachen an Weihnachten und um eure Meinung an Weihnachten. Da werde ich auch so 10, 15 Sachen zusammensammeln. Mal schauen, wenn mehr dabei ist, mehr gute Sachen dabei sind, dann werde ich da mehr nehmen. Ansonsten wäre es auch ein ganz normales 10-Fakten-Video oder 10, irgendein Top-10-Video halt. Ja, das habe ich ja beim Top-10-Musik-Video schon gesagt, dass das halt zu einer Zeit entstanden ist, wo einfach Top-10-Videos auf YouTube sehr beliebt waren und sehr gut liefen. Laufen sie ja teilweise bis heute noch, aber es gab ja mal so einen gewissen Hype darum. Und auf diesen Hype-Train wollte er einfach aufspringen. Deswegen musste alles 10 sein. Und ja, das war es dann soweit eigentlich von mir. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich... Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Fakt 9 war, Rainer findet Weihnachten geil. Und Fakt 10 über Weihnachten ist, dass das jetzt das zweitletzte Video zum Thema Weihnachten ist von Rainer, was er dieses Jahr machen möchte. Rainer, du hättest doch einfach Top 8 Fakten über Weihnachten sagen können, dann hätte das den ähnlichen Gehalt gehabt. Also er wollte einfach nur 10 voll machen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Kommentare sind natürlich auch immer gern gesehen. Einen Daumen nach oben könnt ihr mir gerne auch da lassen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Schöne Weihnachten. Schönes Wochenende. Ihr habt jetzt wahrscheinlich dann nächste Woche alle frei. Ich bin ja schon zu Hause. Bin ja schon die ganze Zeit voll. Und ja, ne? Das Leben des selbstständigen YouTubers. Immer zu Hause. Und vielen Dank. Haut rein. Eine wunderschöne Woche. Ein wunderschönes Fest. Und genießt eure Weihnachtszeit. Denn ich werde das ganz sicher machen. Ciao Leute und haut rein. Okay, das war das Video. 10 Fakten, die keine 10 Fakten waren. Das Einzige, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist die Sache mit dem Christstollen. Dass der Christstollen ja so aussieht wie irgendwie das Christkind, das Jesus-Baby oder so. Kannte ich wirklich noch nicht. Und ist eine Information, die wert ist, abgespeichert zu werden. Aber ansonsten, ja, so richtig viel war das nicht. Kaukasus und so, ne? Ich meine, ich glaube, der Fakt, dass die Nordmantanne irgendwie gar nicht aus dem Norden kommt oder so, die habe ich auch irgendwo schon mal gehört. Das hat man mal so zwischengespeichert, aber an sich. Ja, gut. Das war genauso wie letzte Woche, ist es halt, ja, der nicht ganz durch und durch unsympathische Dulli-Rainer, der halt irgendwie YouTube-Videos macht. So richtig böse nehmen kann man es ihm nicht, aber ein gutes Video, weil das hat auch nicht, ne? Weil letzte Woche hat er wenigstens 10 Musikvideos vorgestellt. Jetzt hat er 10 Fakten gemacht, von denen die Hälfte einigermaßen interessant waren. Und 2 oder 3 davon waren halt einfach überhaupt keine Fakten. Also, man kann jetzt natürlich sagen, er hat am Anfang gesagt, er hatte eigentlich andere Pläne für dieses Video. Und diese Pläne haben kurzfristig nicht geklappt. Wahrscheinlich, weil er einfach keinen Bock hatte oder weil er keinen Bock hatte, zum Weihnachtsmarkt zu gehen oder da ein Meet and Greet zu veranstalten, wie er gesagt hat. Man kann ja sagen, seine ursprünglichen Pläne haben nicht geklappt und er musste jetzt ein Video improvisieren. Das muss man ihm ja anrechnen, weil er hätte es ja auch einfach weglassen können. Hätte auch sagen können, ja, mein Special 3 von 4 hat nicht geklappt, ich bin nicht auf den Weihnachtsmarkt gekommen. Heute würde er das ja sowieso machen. Es würde einfach gar kein Video kommen und im nächsten Dragon Monday würden Entschuldigungen dafür kommen. Aber er hat sich ja wenigstens hier noch was aus den Rippen gezogen. Nur sonderlich gut war das nicht. Aber okay. Ja, Leute, da habe ich mir gedacht, knapp 39 Minuten hat die jetzt aufgenommen. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. So. Aber mir geht auch ein bisschen der Weihnachtscontent aus. Deswegen gucken wir uns noch mal an. Weihnachten allein zu Hause. Das ist der 25.12.2018. Also ist jetzt gleich bald 2 Jahre her. Der erste Weihnachtsfeiertag. Rainer hat auf YouNow gestreamt damals. Gucken wir uns das nochmal an, um einfach noch ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu tanken. Er guckt ihn euch an, den prächtigen Weihnachtsbaum im Hintergrund. Und der Rainer kann uns ja bestimmt erzählen, wie er Heiligabend verbracht hat, weil es ist ja schon vergangen. Ihr solltet euch mal fragen, ob ihr euch überhaupt selber kennt und ob ihr wisst, wer ihr seid. Ich für meinen Teil bin definitiv nicht so, wie ihr mich seht. Leute, ich vermisse die YouNow-Zeiten. Ich vermisse wirklich diese Zeiten,
wo Rainer einfach mal live konfrontiert wurde mit dem, was Leute gesagt haben. Das haben wir heute nicht mehr. Rainer streamt auf YouTube. Es können nur Leute schreiben, die ihn kostenpflichtig abonniert haben. Und selbst wenn da mal irgendjemand ein bisschen Geld hinschmeißt, um irgendwas zu schreiben, werden die Leute sofort gebannt, die irgendwas von ihm wollen. Mein Gott, damals hatten wir viel mehr Meltdowns, damals hatten wir viel mehr Geweine. Einfach weil die Leute die Möglichkeit hatten, ihm irgendwas zu schreiben, ihm irgendwas an den Kopf zu werfen. So. Und er konnte erstmal nichts dagegen tun. So, einfach freie Meinungsäußerung. Rainer 2020, er sitzt einfach in seinem Elfenbeinturm irgendwie. Sobald ihn mal irgendwas aufregt, kann er doch in seinen Discord gehen, wo seine Leute ihm sagen, ach Rainer, ist doch nicht so schlimm, ei, ei, ei. So. Und alle anderen Stimmen bei YouTube irgendwie werden abgestellt. So. Dieses, weiß ich nicht, so. Diese richtigen Meltdowns, dieses richtig gute, wie es damals auf Juno war, dass er die ganze Zeit am Fluchen war, weil irgendjemand was geschrieben hat. Das haben wir heute einfach nicht mehr. Ich vermisse diese Zeiten, wirklich. Aber ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hin will. Er weiß, wo er hin will. Wir haben 2 Jahre später und er sitzt noch auf dem gleichen Sofa, Leute. Ich bin angeblich ja ein so schlechter und dummer Mensch. Also quasi nicht wirklich repräsentant für die Menschheit. Handle aber intelligenter als die meisten von euch, die hier so rumspammen und sich so daneben benehmen. Keinerlei soziale Empathie, keinerlei Verstand und wirklich nur von Hass gelenkt. Und das selbst Weihnachten. Ich bemitleide euch. Ihr seid ganz arme Wichte. Rainer, ich bemitleide dich. Du bist ein ganz armer Wicht. Ich beweise euch heute, dass ich besser bin als ihr. Ich werde niemanden bannen, weil ihr Weihnachten habt. Heute nicht, aber ich kenne. Der Großmütigkeitslord, ne? Es ist ja Weihnachten. Heute lasse ich euch gewähren. Morgen schwinge ich wieder den Bannhammer. Ist denn nicht dann am Heiligabend und werde ich morgen auch nicht am 2. falls ich morgen auch streame. Ich bleib nicht stark. Ich bin stark. War ich mein ganzes Leben und werde ich auch noch mein ganzes Leben sein. Ja, ich trinke Alkohol. Ich habe heute ein Glas Sekt getrunken, also mein Sekt da ausgetrunken und ja, eine Flasche. Er sagt, er hat seinen Sekt ausgetrunken. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er die Sektflasche vorher geöffnet hat. Einen Tag vorher an Heiligabend. Ohne Scheiß, er sitzt alleine in seinem Haus an Heiligabend und macht sich alleine eine Sektflasche auf. Und die hat er an diesem Tag jetzt am ersten Weihnachtstag zu Ende getrunken. Bier. Ja, ich wollte weg. Ich war auch unterwegs für ungefähr eine halbe Stunde. Und dann ist mir abgesagt worden, dass ich fast da war. Ja, das ist die Geschichte, ne? 2018 war das. Da hat er gesagt, irgendwie hat er vorher gelogen und hat gesagt, ja, er ist Heiligabend irgendwo eingeladen. Wir haben ihn ja gehört, irgendwie 2014, 2015 hat er ja gesagt, Heiligabend ist man gefälligst zu Hause. So, 2018 war er schon wieder irgendwo eingeladen. Dann war er auf dem Weg, saß schon in seinem Auto angeblich und ihm wurde dann kurz vorher abgesagt von der Person, wo er eingeladen wurde. Was man ja auch, ne, sowas passiert ja auch. Du bist ja auch an Heiligabend irgendwo eingeladen und kurz vorher sagt man dir ab. So, also. Ich kann mir nicht vorstellen, einem Menschen, den ich zu Heiligabend eingeladen habe, den abzusagen, außer ich weiß nicht. Ey, sorry, meine Oma ist gerade gestorben oder so. Das wäre ein Grund. Aber ansonsten, sowas passiert doch nicht irgendwie. Also er hat vorher gelogen, er wäre irgendwo eingeladen gewesen und dann war ihm abends langweilig und dann hat er nochmal gestreamt. Und dann haben die Leute gesagt, hey, was machst du denn Heiligabend hier? Und dann hat er sich mal wieder diese Lüge aus den Rippen gezogen. Von wegen, ja, ich war ja unterwegs, aber man hat mir abgesagt. So. Ich hatte ja eigentlich Pläne für Heiligabend, aber die sind jetzt kurz vorher geplatzt. Aber ich hatte ja eigentlich was vor, ne? Was soll's? Dann bin ich heimgefahren und hab. Wann war das? 18 Uhr oder was? Hab ich dann die neue Version von Fable, also vom ersten Fable aufgenommen. Ach, das passt schon. Ich wollte Fable sowieso aufnehmen, da habe ich die Zeit dafür wenigstens gehabt. Ich hatte. Wir rekapitulieren also seinen Heiligabend. Er hat alleine eine Flasche Sekt aufgemacht und hat ein Let's Play von Fable aufgenommen. An Heiligabend. Das war. Jo, stabil, Rainer. Mir aber sowas schon gedacht, weil ich. Ich denke nicht, dass Rainer dieses Jahr an Heiligabend irgendwas anderes machen wird als irgendwas zocken. Weil das ist ja das, was er jeden Tag macht.
Ich habe ja vorhin schon gestreamt für 2 Stunden oder was. Und kurz bevor ich den Stream angemacht habe, wollte ich eigentlich so eine Stunde bevor ich weggehe, machen. Und dann hat mir aber schon vor dem Stream jemand geschrieben, ja, es verzögert sich, deswegen habe ich auch so lange gestreamt. Deswegen habe ich auch 2 Stunden gestreamt, habe dann schon eine halbe Stunde, wie es geplant war. Du hast einfach nichts zu tun, Rainer. Heiligabend, 1./2. Weihnachtsfeiertag, es sind Feiertage, alles hat zu. Du kannst nicht mal in die Rewe meddeln, du sitzt einfach bei dir zu Hause und alle anderen Leute haben auch was Besseres zu tun an diesen Tagen. So, von daher, diese ganzen Ausreden von wegen, ja, ich wollte ja nur ein bisschen streamen und dann wurde ich wieder angerufen und dann hat es nicht geklappt, also konnte ich dann weiter streamen, aber ich hatte ja Pläne. Wurde erst um 2 Stunden verschoben irgendwie? Also ich habe gesagt, eine Stunde vorher habe ich aufgenommen oder was? Also eine Stunde vorher habe ich gestreamt und dann... Was läuft da im Hintergrund? Es hört sich an, es ist deutschsprachig, aber es hört sich so ein bisschen an wie so irgendwie, weiß nicht, ein Song aus einem Disney-Film oder so, wenn die Hauptinterpretin halt irgendwie einen Song schmettert oder so. Das ist so richtig Disney-Musik. Das ist verschoben, mein Gott. Und dann, als ich unterwegs war, kurz bevor ich da war, hat es dann geheißen, jo, tschüss. Haut nicht hin die Woche oder halt den Monat. Wird dir einfach mal abgesagt für den Rest des Monats, ne? Wer kennt's nicht? Geschnitten habe ich mich auch. So ein scheiß Weihnachten. Geschnitten hat er sich auch. Achso, irgendjemand hat mir übrigens Mario Kart N4. Nee, Mario Kart Wii U. Also Mario Kart 8 vor die Haustür gelegt. Leute, das hatte ich schon, aber danke. Ich entscheide mich für. Ja, wie glaubhaft das ist. Jemand fährt also, das muss ja dann den Tag vorher gewesen sein, jemand fährt Heiligabend abends oder am ersten Weihnachtsfeiertag morgens zur Schanze, um Rainer ein Geschenk vor die Tür zu legen. Ne? Und weil er das natürlich schon hatte, kann es natürlich nicht beweisen. Also er hat es ja vorher schon, er kann ja die Version vorzeigen, die er hatte. Ja, hey, ich habe Fans, die haben mir was geschenkt. Ne? Bis heute. Option 3. Du kommst nicht, schickst mir die Ballette, ich schick sie zurück. Einfache Story. Schau ich aus, als ob ich geweint hätte? Du hast mir einen kaputten Pulli geschickt. Oha, die Mähne wurde gebändigt mit einer Mütze. Kapuzen? Ich weiß auch, was das für eine Mütze ist. In meinem Weihnachtsspecial zum 2. Advent habe ich mir dieses Video angeschaut, wo er den Leuten frohe Weihnachten gewünscht hat, vor Weihnachten. Und das war auch 2018, da hat er exakt diese Mütze aufgesetzt. So eine schwarze Einbrechermütze hat er wohl damals gehabt. Ich glaube nicht. Rainer, weißt du, warum dieses Lied von Ed Sheeran so eine wunderbare Schnulze ist? Kleiner Random Fact zu dem Lied. Das ist in Dreivierteltakt geschrieben. Das heißt, das ist nicht einfach nur eine Schnulze. Das ist eine Schnulze, zu der man einen Hochzeitswalzer tanzen kann. 2 Sachen dazu. Erstens, Ed Sheeran ist ein verdammtes Genie. Und zweitens, es ist schon tragisch, dass Rainer das jetzt mitsingt, weil ein Hochzeitswalzer wird der in seinem Leben nicht mehr tanzen. Das ist ein guter Song. Ed Sheeran, oder Ed Sheeran, wie er in Deutsch ja immer genannt wird. Ich hab keine Handschuhe an. Wie kommst du drauf? Leute, nochmal. Die Mütze trage ich wegen meinen Haaren. Ja? Den Schal trage ich, weil es ein Zuschauergeschenk ist. Und den Pulli. Und eine Papiertüte solltest du tragen wegen deinem Gesicht. Naja, wir haben Winde. Posterverkauf gab es damals, aber es hat es nur gegeben, weil es keinen Postershop gegeben hat. Mittlerweile gibt es aber ja einen Online-Postershop. Also ihr könnt online ja Poster kaufen mittlerweile, deswegen gibt es den ja nicht mehr. Und weil es so viel Stress gegeben hat. Bei mir gab es heute Schweinemedaillon mit Klöße, Soße und einen Gurkensalat. Habe ich auch direkt nach dem Stream gemacht gehabt, bevor ich noch weggegangen bin. Oh, Tierheim Hund, süß. Was? Das ist eigentlich Studio Ghibli, Leute. Das ist Chihiro und der Drache. Wer weiß, wie der Drache heißt?
Ich antworte doch aus, aber ich kann nicht immer jeden antworten. Was erwartet ihr von mir eigentlich? Schaut mal auf die Uhr und denkt mal drüber nach, was wir für einen Tag haben. Ich möchte auch mal ein bisschen die Musik chillen. Weihnachten, such dir Hilfe, bitte. Du hast psychische Probleme. Ich vermisse die Juno-Zeiten. Kleine Geschichte dazu. Der letzte Stream von Rainer war ja so, dass er diese Alerts eingerichtet hat. Jedes Mal, wenn ihn jemand abonniert hat, wurde sein Name halt da angezeigt. Und ich hatte mir eigentlich gehofft, dass er das jetzt noch, dass er das nochmal einen Stream macht. Und ich wollte ihn so lange abonnieren und wieder deabonnieren, bis er einmal meinen Namen laut sagt. Das wollte ich wirklich. Und dann hätte ich das genommen und hätte mir daraus ein Intro gebastelt. Und was ist passiert? Seit diesem einen Stream hat er jetzt nicht wieder gestreamt irgendwie. Tja, ist also. Aber ich meine, die letzten zwei Wochen war es ja konsequente Arbeitsverweigerung von Rainer. Oh, sorry, ich meine, er bereitet natürlich 2021 vor. Ich projiziere. Was genau projiziere ich denn? Ich habe keinen Projektor hier, ich kann nichts projizieren. Hört mir auf, mir dauernd mit Dark Souls auf die Nerven zu gehen. So ein scheiß Spiel will ich nicht spielen. Du hast dann Sekiro gespielt. Sehr erfolgreich. Ja, du fühlst dich ja auch wie Sau im Sofa, aber ich blogge dich grundlos. Außerdem, wenn ich dich geblockt hätte, würdest du noch nicht schreiben. Komm mal klar, Alter. Hör auf, hier so eine Welle zu schieben. Die Welt dreht sich nicht um dich. Ich weiß, es ist das erste Mal, dass du das hörst, aber die Welt dreht sich nicht um dich. Wir beobachten hier halt auch gerade einen Menschen, der am ersten Weihnachtsfeiertag nichts Besseres zu tun hatte, als sich am PC zu setzen, seinen Stream anzumachen und sich die ganze Zeit darüber aufzuregen, dass andere Leute Scheiße schreiben. Ne? Das war sein Weihnachten 2018. Du kannst Dark Souls gerne für eines der besten Games halten. Ich persönlich halte die ganze Zelda-Reihe für die besten Games der Welt. Und ich will in einem Spiel, will ich nicht das Spiel haben, wo ich mich tausendmal an einen Gegner versuchen muss, weil ich ihn nicht schaffe, als herzugehen und lieber ein Spiel spielen, um mich abzulenken, um einen kleinen Flucht aus der Realität zu haben. Ich will nicht zocken, um irgendwie mich stressen zu lassen. Zu einem gewissen Teil kann ich das nachvollziehen. Ich habe so diese Souls-like-Spiele auch mal probiert. So, das ist auch nicht meins tatsächlich, aber hier ist natürlich, bei Rainer spiegelt das natürlich wieder so viel wider, ne? Er will natürlich einfache Sachen machen wegen Erfolgserlebnisse. Er sagt selber von sich, dass er aus der Realität flüchten möchte. Und ja, solche Spiele wie Dark Souls, da muss man natürlich schon eine gewisse Frustresistenz haben, ne? Und das hat Reinhard einfach überhaupt nicht. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie Reinhard das möchte, wirft er die Flinte ins Korn. Hat er schon immer getan. Im echten Leben genauso wie in Videospielen. Weihnachten, hör auf, hier eine Welle zu schieben. Merkst du nicht, dass du der Einzige hier gerade bist, der Stress schiebt? Hör halt mal auf, die ganze Zeit was zerfressen zu lassen. Es ist erbärmlich. Du lieferst hier so eine lächerliche Figur gerade ab. Lass es. Also, tu dir selbst den Gefallen. Und hör auf mit diesem Kindergarten. Keine Sau interessiert sich für dich. Okay, was genau tue ich dir? Was genau tue ich irgendjemandem? Ich sitze hier, ich spiele Musik, ich singe, wenn man das nennen kann. Was mache ich also? Du bist der Einzige gerade, der sich hier beschwert. Du reagierst. Ja, weißt du, warum ich reagiere? Weil selbst so ein erbärmliches Würstchen an Weihnachten verdient er, dass man auf ihn reagiert. Genau deswegen. Du beleidigst seit Jahren permanent. Wir buddeln deinen Vater aus, Rudi ausbuddeln, Hurensohn, Arschloch, Wichser, Drecksack, Fettsack, Mastsau, Fettsau, Fettlord, Lügenlord. Die Tatsache, dass du beleidigt wirst, ist aber keine Entschuldigung dafür, dass du andere Leute beleidigst. Du hättest jetzt sagen sollen, nein, ich beleidige niemanden. So. Also, wenn dir jemand vorwirft, du beleidigst andere Leute, dann ist ja der Konter, ja, aber ich werde ja auch beleidigt. Das ist halt nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, ne? So. Soll ich weitermachen? Wer beleidigt hier wen, Alter? Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich nur dann jemanden beleidige, wenn er mich beleidigt? Das nennt man Reaktion.
Ach so, Rainer, Aktion und Reaktion. Hast du dieses Prinzip verstanden? In diesem Falle hast du dieses Prinzip verstanden. In anderen Fällen nicht. Aktion und Reaktion, Rainer. Nichts davon habe ich jemals zu dir gesagt. Habe ich dich denn beleidigt? Ich habe dich nicht beleidigt. Ich sagte, dass das, was du hier machst, scheiße ist und dass es das lächerlich ist. Wenn du dich dadurch beleidigt fühlst, dann hör halt auf, das zu machen. Und hör auf, hier weiter so einen Stress zu schieben, Alter. Anstatt mal, wisst ihr sagt immer zu mir, ich soll mal Kritik annehmen. Wenn ich zu dir aber sage, du sollst aufhören, so eine Welle zu schieben, ist das auch Kritik an dich. Aber du nimmst die genauso wenig an, wie ich. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was ich am zweiten Weihnachtsfeiertag, am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 gemacht habe. Aber ich habe definitiv was Besseres gemacht, als auf meinem Sofa zu sitzen und mit wildfremden Leuten im Internet zu diskutieren, wer das größere Arschloch ist. Immer angeblich alles an Kritik abnehmen. Also denk mal ernsthaft über dein Leben nach, Kleiner, ohne Scheiß. Mit deiner jetzigen Charaktereinstellung hast du keinen freien Hatertag verdient. Mit deiner Hatereinstellung sowieso nicht. Das ist mir klar. Weil ich tu dir nichts. Ich stehe bei der Tür. Ich schmeiß nicht mit Steinen auf dich oder dein Haus oder deine Fenster. Ich gehe nicht her und gehe auf dich körperlich los. Ich bin hier in einem Stream. Es ist ganz interessant zu sehen, dass 2018 wurde er in seinem Chat damit konfrontiert. Und jetzt, 2020, sagt er halt immer noch die gleichen Sachen, ohne dass ihn jemand konfrontiert. Ne? Also er redet ja genau diese gleichen Sachen in seinen Snaps und in seinen Videos heute immer noch. Obwohl ihm das die Leute nicht sagen. Also er spielt die Schallplatte ab vollkommen, egal ob von der anderen Seite was kommt oder nicht. Indem du freiwillig bist. Du bist freiwillig hier, du schaust freiwillig zu. Benutz mal deinen Verstand für 2 Sekunden. Vielleicht begreifst du dann, dass du selbst daran dafür verantwortlich bist, was du hier machst. Nicht mein Charakter ist das Problem. Dein Charakter ist die Wurzel allen Problems in deinem Leben, Rainer. Sagt immer alle, ich bin so stur, weil ich wegen den Hatern nicht aufhöre. Stur sind doch die Hater, die hier zuschauen. Keiner von euch ist gezwungen zuzuschauen. Ich allerdings, der mit YouTube und seinen Streams die Kohle verdient, das hier ist mein tägliches Brot, davon lebe ich. Also bin ich in gewisser Weise auch gezwungen zu streamen. In gewisser Weise wohlgemerkt. Und deswegen... Der arme Kerl. Deswegen bin ich derjenige, der hier ist, weil er quasi muss, weil... Er ist derjenige, hat er gesagt, ne? Der sonst den nächsten Monat nichts zu fressen hat. Ganz zu schweigen von Strom, Wasser und dem ganzen anderen Blödsinn. Pass auf, ich will mir immer, und ich will mir das bis heute noch holen, irgendwann hole ich es mir. Ich will mir irgendwann das Shirt holen, auf dem steht, ich bin nicht dafür verantwortlich, was ihr versteht. Ich bin nur dafür verantwortlich, steht dann hinten drauf, was ich sage. Beziehungsweise... Ja, aber wenn vorne und hinten was draufsteht, Rainer, dann müsstest du dich ja drehen, die ganze Zeit, wie ein Brummkreisen. Es steht vorne drauf, weil wie genau war das? Ich erinnere mich noch an das Video, dafür habe ich Respekt verdient, irgendwie, wo er auch über dieses T-Shirt spricht und selbst da bekommt er diesen Spruch nicht zusammen. Er hat diesen Spruch einfach nie zusammenbekommen. Bin ich dafür verantwortlich, was ihr versteht? Nee, irgendwie sowas ging da. Also irgend so ein Spruch gab es, irgend so ein richtig geiler Spruch, er fällt mir gerade nicht richtig ein. Auf jeden Fall bin ich nicht derjenige, der euch zu irgendwas zwingt. Ich mache das hier, weil ich davon lebe, weil das mein tägliches Brot ist. Und weil ich es gerne mache. Weil es weil er es gerne macht. Immer so Leute gibt wie Donne, wie Mo, wie Ibis, wie Gizmo, wie alle, die hier gerade zuschauen und freundlich sind. Wegen solchen Leuten und weil ich davon lebe, mache ich das Ganze. Aber du bist hier drinnen, weil du nur von einer Sache angetrieben wirst. Und zwar den Hass auf mich, den Hass auf meinen Charakter oder den Hass, irgendwas gegen mich zu machen. Aber du bist nicht dazu gezwungen. Das ist alles deine freie Entscheidung und du verschwendest dein Leben damit. Deines, nicht meines. Weil das, was ich... Lebenstipps vom Lord, während im Hintergrund Rosenstolz läuft, ne? Schon geil. Was ich hier mache, für mich erfüllend ist. Mir macht es Spaß. Dein Universum dreht sich um... Nein, das ist nicht... Warte mal. Es ist erfüllend. Ja, eigentlich ist es für ihn schon erfüllend, ne? Weil wenn er diese Streams nicht hat, wenn er diese Internetsache nicht hat, dann hat er ja gar nichts mehr, ne? Also eigentlich füllt ihn das schon halt ein bisschen aus im Inneren.
Weil das ist so das Hamsterrad, was ihn weiterlaufen lässt, ne? Wir haben es ja gesehen. Er hat so irgendwie sage und schreibe 2 Tage ausgehalten ohne Discord-Server. Weil, wie gesagt, ne, wenn er das nicht macht mit dem Internet, wenn er irgendwie kein Feedback bekommt von irgendjemandem, dann sitzt er halt alleine in seinem Haus und merkt eigentlich, was er für ein Leben führt und was er für ein Mensch ist. So, deswegen ist das halt schon so. Für ihn ist das erfüllend, ja. Weil er sonst nichts hat irgendwie. Das füllt sein Leben aus, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Und vor allen Dingen führt ihn das nirgendwo hin. Mich. Und genau deswegen bin ich Gott und du ein kleiner Wurm. Im übertragenen Sinne, wohlgemerkt. Ja? Sonst heißt es gleich, er hört sich für Gott. Nein, tue ich nicht. Es ist ein übertragener Sinne, im Sinne von, euer Universum dreht sich um mich, was lächerlich ist. Euer Universum sollte sich um euch oder eure Liebsten. Ich finde es echt lächerlich, dass ihr hier immer noch rumschreibt, dass ihr nach 5 Jahren, 5 Jahre habt ihr verschwendet, in denen ich größer 5 Jahre waren es damals. Heute sind es 7 Jahre. In 2 Jahren wird er wahrscheinlich sagen, und 9 Jahre. geworden bin, meine Abozahlen gestiegen sind, wenn auch nicht so weit, wie sie vielleicht hätten steigen können. Meine Abozahlen sind gestiegen, meine Einnahmen sind gestiegen, mein Lebensunterhalt ist mittlerweile dadurch gesichert. Zumindest für den Moment. Ja, das habe ich ja in meinem zweiten Adventsvideo gesagt, 2018. Das Schanzenfest, durch das Schanzenfest hat er viel Geld eingenommen. So Ende 2018 hatte er ein bisschen Geld in der Tasche und vor allen Dingen hat er gedacht, ja, okay, jetzt fließt das Geld halt regelmäßig, ne? Das kommt jetzt hier immer noch durch. Das ist mehr, als ihr erreicht habt. Und dazu kann ich mir noch auf die Fahne schreiben: Hass hat bei mir keine Chance. Das ist mehr, als ihr erreicht habt. Also ich weiß nicht, mir wurde noch nie der Strom abgestellt, Rainer. So, und ich musste mir auch noch nie von anderen Leuten, noch nie in meinem ganzen Leben musste ich mir von anderen Leuten Lebensmittel kaufen lassen. Nach 5 Jahren sitze ich noch hier und mache meine Streams, genau wie vor 3 Jahren, als ich angefangen habe. Ich mache meine Videos genau wie vor 7 Jahren, als ich angefangen habe. Und mache sie, die vorher angefangen haben, immer noch mein Zeug. Die Mehrheit von euch hätte entweder schon früher aufgehört oder hätte sich schon umgebracht. Wobei ich ersteres hoffe, dass ihr aufgehört hättet. Ja, niemand ist so stark wie er. Das sagt er schon vor 2 Jahren, das sagt er heute halt immer noch, ne? Nicht ganz ein Jahr später hat er auf den Tisch gehauen und hat geschrien, ihr werdet mich niemals besiegen. Und es gibt Leute, die aufgehört haben. Siehe RBS. Siehe Dorian und Imp. Klar, die gibt's noch, aber die machen nichts mehr über mich. Warum machen sie nichts mehr über mich? Weil sie gerafft haben, dass das einfach nur noch asozial ist. Beziehungsweise, weil sie gerafft haben, dass sie da auch nur Probleme kriegen. Weil es gibt genug Leute, die auch gegen die waren. Und die haben das nicht ausgehalten, anders als ich. Und das gilt für viele andere, genauso für Boneclicks und alles. Und das sind nur ein paar Beispiele. Red TV. Oh, Red TV hat so viel Hass abgekriegt. Ja, das ist natürlich die reine Logik, ne? Er sitzt noch auf seinem Sofa, also hat er alle anderen überlebt. Dass die halt irgendwann einfach mit ihrem Leben weitergemacht haben oder Rainer einfach uninteressant geworden ist irgendwann. Eines schönen Tages werde ich auch keine Videos mehr über ihn machen. Hat er mich dann besiegt? Natürlich hat er mich dann besiegt, weil er dann immer noch auf seinem Sofa sitzt irgendwie und mit dem langsam verschmilzt. Und ich habe ja dann aufgegeben und er hat ja weiter durchgehalten. Aber das Gute ist, er wird auf seinem Sofa sitzen und es wird andere Leute geben. Wenn die Reactor von heute das nicht mehr machen, werden halt neue Leute dazukommen. Das war halt schon immer so. Und es wird halt so sein. Die Leute werden ihn begleiten bis zum bitteren Ende. Bis er eines schönen Tages besiegt ist, ein für alle Mal. Heißt, ich habe den Namen vergessen. Bibelblock, Benedikt. Alter, war das ein Lappen? Jetzt, weil du noch jung bist, das ist dir das wert. Wenn du mal alt bist, denkst du, das ist verschwendet gewesen. Und du hättest lieber deine Zeit mit Menschen oder anderen Freunden verbringen sollen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe nichts verschwendet. Ja, Rainer, du weißt, wovon du sprichst, ne? Hey, Rainer, da du ja am Dragon Monday gesagt hast, dass du Dante Alighieri gelesen hast, ich habe ein Zitat von Alighieri, das ich sehr gut finde. Möchtest du das mal hören? Alighieri hat mal gesagt, so grob übersetzt, kein Schmerz ist schlimmer, als sich zu erinnern der Zeiten des Glückes, wenn man im Elend ist. Das hast du gerade auch gesagt, als du gesagt hast, ich weiß, wie das ist, weil du da sitzt, 2018 an Weihnachten
und dich zurückerinnerst an bessere Zeiten, als du noch sowas wie eine Familie hattest. Haben wir in dem anderen Video gerade auch gesehen, irgendwie Weihnachten verbringen mit Onkels und Tanten, Familienfest, Fest der Liebe. Das sind alles nur noch Erinnerungen in deinem Kopf. Jetzt, 2018, sitzt du auf deinem Sofa und diskutierst mit Leuten im Internet darüber, dass du der Stärkere bist. Das machst du am ersten Weihnachtsfeiertag. Krasse Sache, Das habe ich gerade gesagt. Ich habe nichts verschwendet. Ich habe so viele Jahre dann gearbeitet, meine Größe und meine Reichweite so weit zu steigern. ey. Ja, du hast jahrelang an deiner Größe gearbeitet und das machst du bis heute, Rainer. Dass ich davon ohne Probleme leben kann. Und ich verdiene echt gut daran. Ja? Ich verdiene echt gut Kohle damit. Ich habe ein gesichertes Leben davon. Und ich mache meine Streams und meine Videos immer noch gerne. Trotz der ganzen Idioten. Für mich ist die Zeit nicht verschwendet. Definitiv nicht. Ich habe ihn gebannt, weil er permanent rumgestresst hat und weil er Am Anfang des Streams hast du noch gesagt, heute bannst du keinen, weil Weihnachten ist, ne? dann irgendwann noch einen Haterspruch gebracht hat. Und dann habe ich mir gedacht, das reicht. Der Felix hat die ganze Zeit schon rumgestresst und dann hat er auch noch Hatersprüche gebracht und habe ich gesagt, okay, mir reicht's. Und das war nicht gestern, das war vorgestern. Ich habe gesagt, was das für eine Band ist. Dreimal. Und er hat dann gefragt, ist das Rammstein? Könnte ja auch nicht so eine Abwandlung von ist Amon Amarth Techno sein. Ich habe ihn gebannt, weil er scheint. Die Gewaltenteilung am Altschorberg 8 ist einfach. Alle drei Gewalten ist Rainer. Rainer bestimmt, was Hatersprüche sind. Und wenn jemand einen Haterspruch gebracht hat, dann wird er dafür bestraft. Und die Strafe führt Rainer auch selber hinaus. Rainer ist Gesetzgebung, Rainer ist das Gericht, Rainer ist der Henker. Scheiße gebaut hat und Punkt. Er ist selbst dafür verantwortlich, was er gemacht hat. In seinem eigenen kleinen Elfenbeinturm, der langsam über ihm zusammenbricht. Nein, Amon ist kein Techno. Eigentlich möchte ich jetzt nicht wirklich viele Wünsche machen. Ich will nicht mehr so lange streamen. Ich will heute noch mein Buch weiterschreiben. Ich habe gestern mit einem neuen Kapitel angefangen. Und Hat er gestern mit angefangen? Gestern war Heiligabend. Also, nachdem natürlich ihm abgesagt wurde kurz vorher, ist er nach Hause gefahren, hat ein Fable-Let's Play aufgenommen und hat an seinem Buch weitergeschrieben. An Heiligabend. Was man so macht, wenn man mutterseelenallein ist an Heiligabend. Gott. Du musst es erstmal schaffen, Geld zu verdienen, indem du nur rumsitzt. Außerdem ertrage ich so Leute wie dich die ganze Zeit. Reicht das nicht? Zunächst mal gibt es 50 Shades of Grey bereits 5, glaube ich. Und außerdem nein. Es ist ein eigenes Buch. Und es geht nicht um SM. Es geht nicht um SM, Don und nicht Don, Dom und so, sondern es geht um Liebe und Romantik. Obwohl es auch eine sehr verworrene Story teilweise hat und ein bisschen eine bizarre Story. Das Einzige, was verworren ist, ist dein Satzbau, Rainer. Es geht um Liebe und Romantik. Da kennt er sich mit aus. Aber nichts im Sinne von SM. Ich bin wahrscheinlich gebildeter als die meisten Hater. 17 ist zu jung auf jeden Fall. Ich persönlich stehe sowieso auf ältere Frauen. Ich muss hier mal kurz wieder darauf hinweisen, übrigens. Es heißt nicht USA. Es heißt USK. USK. K. Wie kotzen, wenn ich so eine Scheiße lese. Ich dachte, das sei eigentlich klar, als es im Text weiterging mit Dein Lieber, das war mein Lied, ja, oder ist mein Lied. Ich wollte das nur noch mal kurz ansprechen hier. Das heißt USK und Hundertschaften gegen Haterschaften. Bekannt sein. Es das heißt nicht USA, es heißt USK. Wie kotzen, wenn ihr so eine Scheiße schreibt. Ente noch im Fass, wird sie rotieren, ihr müsst mich ständig provozieren. Aber was ich lieb, das neckt sich, ich kann sehr gut hören und riechen tatsächlich. Ich muss gerade an den Burger-Stream denken, wo er gesagt hat, im Gegensatz zu den Hatern entwickle ich mich weiter. Ich gucke jetzt gerade von 2018, wie er auf der Couch sitzt und Musik läuft. Und er mitsingt und währenddessen die Kamera läuft. Die Plattform hat sich geändert, aber er macht das doch heute immer noch. Und oh mein Gott, er sitzt noch auf dem gleichen Sofa. Wahnsinn. So. Warte. Bisschen verklebt, weil ich putznasse. Immer wenn ich einen Frosch sehe, muss ich lachen. Ich will nur meine Ruhe. Aber du fahrst mich.
sicher. Ich finde es immer lustig, wenn man Barren kriegt, diejenigen schreien, die überhaupt in der Liste vertreten sind oder ganz hinten vertreten sind. So, dich blocke ich mal kurz und entblock dich wieder. Damit du hier kein Abo mehr hast, weil so eine Witzfigur wie dich brauche ich hier nicht. Wenn du mir was schicken möchtest, über das ich mich freue, mal oben in die Liste, also nicht Merch, sondern ganz oben, beziehungsweise klick mal auf meinen Namen, da müsste meine Amazon-Wunschliste verlinkt sein. Wenn du möchtest, kannst du mir darüber was besorgen, wenn du magst, natürlich nur. Da sind ein paar Sachen drinnen. Was zum Beispiel mega geil wäre, was ich total gerne Let's Playen würde, wäre die Simpsons das Spiel. Oder generell ein paar Spiele, wo da drauf sind. Die Amazon-Wunschliste wird auch nicht alt, ne? Dann würde ich gerne Let's Playen. Eigentlich alle, die da drauf sind. Aber nur so als Tipp halt mal. Und es heißt USK, nicht A. Warum soll ich die USA grüßen, ey? Da hast geile Lieder auf dem Rechner. Auf dem Rechner? Ulu gibt es auf. Kannst dir mal nachsuchen. Hab heute mein letztes Weihnachtsgeld in dich investiert und bereue nichts. Du inspirierst so viel. Okay. Vielen, vielen lieben Dank, aber es wäre schon. Hättest du dir doch was Schönes dafür kaufen können. Ja, ich möchte dein Geld gar nicht. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Dass ich jetzt undankbar bin, aber es schockt mich jetzt gerade ein bisschen. War schon drei Puff in deinem Stream. Ja, ich bin, also bei mir ist die Sache ja, ich brauche keine Kippen, zwangsläufig. Ich rauche. Ja, du kannst sie auch nicht richtig rauchen. Wenn ich Lust drauf habe und wenn ich keine Lust drauf habe, lasse ich es. Gibt es Dschungelcamp immer noch? Ich habe Dschungelcamp nur 3 Staffeln gesehen, glaube ich, oder 2. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Tschüss. Und bleibt anständig und sauber. Im Gegensatz zu dir. Komm jetzt noch, warte. Ach, guck mal, ich habe ihn jetzt rausfaden lassen. Das ist doch ein schönes Bild für die letzten Momente. Ja, mal wieder ein Glimpse aus der Vergangenheit, ja. Ihr könnt jetzt überlegen, wird Reinhards Weihnachten 2020 besser? Damals hat er sich halt nur den üblichen Stress gemacht im Juno-Stream. Jetzt wird er wahrscheinlich erst den zweiten Weihnachtsfeiertag. Gut möglich, dass er irgendeinen Scheiß streamt, einfach weil ihm langweilig ist oder weil er sich ablenken möchte davon, dass Weihnachten ist und Weihnachten für ihn ja einfach langweilig ist, weil die anderen Leute was anderes zu tun haben. Sitzt auf seinem Discord, lässt sich ein bisschen den Bauch streicheln. Wer weiß. Und natürlich über die Weihnachtsfeiertage muss er Kraft holen für seine Qualitätsoffensive 2021, Leute. Ihr wisst es. Ja, das war jetzt der 4. Advent. Ich bin ganz zufrieden, dass ich meine Pläne, dafür, dass ich relativ spontan den Plan gefasst habe, ach, weißt du was, ich hau jetzt mal 4 Weihnachtsvideos raus an jedem Advent 1. Hat ganz gut geklappt. Der Ankündigungsmetzger liefert zumindest ein bisschen mehr als der Ankündigungslord. Morgen ist jetzt der 21. Ein paar von euch müssen vielleicht noch ein paar Tage arbeiten. Ein paar von euch haben wir jetzt vielleicht schon frei. Da liegen die Tage ja ganz angenehm für dieses Jahr. Jetzt gerade habe ich so ein Gefühl, dass ich noch mal ein ganz kurzes fröhliche Weihnachten euch Video mache die Tage, weil ich habe ein bisschen Zeit. Das haue ich dann einfach nochmal am 24. raus. Aber das wird ja wirklich nichts Besonderes sein. Das wird nur ein paar Minuten sein. Aber ich habe da so eine bestimmte Idee für. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass meine 4 Weihnachtsvideos euch ein wenig Spaß gemacht haben. Vielleicht ein wenig mehr weihnachtliche Stimmung verbreitet haben. Zu diesem doch in dieser komischen Vorweihnachtszeit, wo doch dieses Jahr irgendwie alles anders ist. Und ja, dann bleibt mir im Moment, kann ich nichts anderes sagen, als euch fröhliche Weihnachten zu wünschen. Und ja, eigentlich müsste ich sagen, seht zu, dass ihr nicht zu viele Leute an Weihnachten seht, aber sucht euch eure Leute gut aus. Weil es ist ja wichtig, dass wir alle gesund bleiben, ne? Und bis dahin, ja, ich bin der weihnachtliche Metzger und ich bin erstmal raus. Metal off.